Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokemaniac. Heute haben wir wieder Sonntag und ich habe euch hier einen weiteren Teil meiner Sammlung mitgebracht. Letzte Woche hatten wir XY fliegende Fäuste dran. Mit diesen genialen EX Full Arts, unter anderem Lucario Full Art, Dragoran EX Full Art und so weiter und so fort. Genialen Trainer Full Arts und diesen beiden Mega-Pokémon. In diesem Fall sind das die beiden Secret Rare-Karten. Mega Lucario und Mega Scaraborn. Dann hier haben wir nun hier und heute das Set XY Phantomkräfte. XY Phantomkräfte, eins meiner Lieblingssets, denn hier sind jede Menge geniale Pokémon enthalten. Zum Beispiel auch Gengar, eins meiner Lieblings-Pokémon natürlich. Das ist total genial, dieses Set. Zum anderen hat es aber auch jede Menge neue Spielmechaniken eingeführt. Wie zum Beispiel die Nachtwanderungs-Pokémon, die ihr hier sehen werdet. Diese Nachtwanderungs-Pokémon, die mit dem Angriff Nachtwanderung, ermöglichen eine ganz neue Deckstrategie und haben das Pokémon-Sammelkartenspiel schon, kann man sagen, revolutioniert. Denn darauf basieren ganze Decks. Und diese sind sehr spielstark und ziemlich kostengünstig eigentlich dann zu erstellen, diese Decks. Und da kann man halt dann ganz leicht mit oben in den bei den Top-Turnieren mitmischen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also, auf die werdet ihr treffen und jede Menge geniale EX-Karten, geniale Secret Rares und so weiter und so fort. Starten wir jetzt einfach. Die erste Karte hier ist Blutzuck und darauf folgend die Entwicklung Omot. Omot ist eine Sternkarte. Hier unten seht ihr in der Ecke einen Stern. Man erhält immer eine Sternkarte in einem Pack. Im besseren Fall natürlich eine Holo-Karte oder sogar eine EX oder EX Full Art. Genau. Also Omot Stern, Yanma, Yanmega, Yanmega ebenfalls eine Sternkarte, Stravikel, Folikon, Matrifol, auch eine Sternkarte, Laukaps und Datignis. Hier oben in der Ecke haben wir dann ein Fiaro. Fiaro ebenfalls eine Sternkarte, Leufeo und Pyroleo. Pyroleo ist eine Holo-Karte, wenn ich mich nicht irre. Ja, hat einen Holo-Effekt, den man aber nicht so leicht erkennen kann. Auf jeden Fall auch eine coole Karte. Hier haben wir Krabi, Kingla, Kanimani, Tyrakrok und Impergator. Impergator ist total genial. Ebenfalls Holo. Luminion. Finion habe ich vergessen. Luminion, Quabbel und Aqualotyp. Aqualotyp ebenfalls eine Sternkarte. Marmolida. Und nun kommen wir zu der ersten EX-Karte. Und zwar Voltenso EX. Und Mega Voltenso EX. So, Voltenso EX und Mega Voltenso EX. Daraus lassen sich auch geniale Decks bauen, denn die Karten sind nicht übel. Überrennen. 20 Schadenspunkte macht dieser Angriff für eine Colorless. Dieser Angriff fügt einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Also ganz guter Angriff. Wenn der Gegner ein geschwächtes Pokémon, ein stark geschwächtes Pokémon schon auf der Bank liegen hat, dann kann man Überrennen einsetzen und den Gegner K.O. machen. Der zweite Angriff Offensivlaser für eine Donnerenergie und eine Colorless zieht 60 Schadenspunkte plus, wenn an das aktive Pokémon deines Gegners eine Pokémon-Ausrüstung angelegt ist, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu. Also 120 insgesamt. Wenn einfach nur eine Ausrüstungskarte an ihn angelegt ist. Das kann ziemlich nützlich sein, denn viele Decks basieren auf Mega-Pokémon und dann tragen die Pokémon Spirit Links oder sonstiges oder haben Muskelbänder und so weiter. Deswegen lohnt sich Offensivlaser auf jeden Fall. Dann entwickelt sich Voltenso EX zum Mega Voltenso EX. Und der Angriff Turboblitz zieht 110 Schadenspunkte.
Und eine Donner und eine Colorless. Energie benötigt dieser Angriff. Lege zwei Basis-Energiekarten von deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf der Bank an. Auf deiner Bank an. Also, man kann sich zwei Basis-Energiekarten einfach so vom Ablagestapel an ein Pokémon auf der Bank anlegen. Das ist ziemlich gut. Denn dadurch kannst du deine Pokémon so schnell aufladen, dass du sofort weitere angriffsfähige Pokémon auf der Bank liegen hast. Das ist nicht schlecht. Und das Geniale ist, ab diesem Set gibt es zu jedem Mega-Pokémon auch diese Geistesbunkan. Das heißt, man muss keine Runde mehr aussetzen oder so, wenn man ein Pokémon zu einem Mega-Pokémon entwickelt. In vorherigen Sets, bis Fliegende Fäuste, gab es diese Geistesbundkarten leider noch nicht. So. Auf jeden Fall deshalb empfiehlt sich auf jeden Fall Voltenso und Mega Voltenso. Sehr genial. Also kann man gut spielen. Pachirisu haben wir hier. Eigenartigerweise auch eine Sternkarte. Dann Watzapf. Und Watzapf ist nun das erste Nachtwanderungs-Pokémon. Dieser Angriff Nachtwanderung. Darauf gehe ich kurz ein. Dieser Angriff Nachtwanderung zieht für Double Colorless, also Doppelfarblos Energie, zieht dieser Angriff 20 Schadenspunkte mal, dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der Pokémon in deinem Ablagestapel, die Nachtwanderung beherrschen, zu. Also, umso mehr Pokémon die Nachtwanderung, den Nachtwanderung-Angriff können, in deinem Ablagestapel sind, umso höher wird der Schaden. Und dieser Schaden kann immens hoch werden. Rein theoretisch irgendwas mit 200 ziehen. Also das ist schon ganz cool. Man kann dann das natürlich noch kombinieren mit irgendwie Mew EX im Expanded-Format oder demnächst auch mit dem Mew Holo, was erscheinen wird in welchem Set? Genau, im nächsten, was rauskommt. Also XY Schicksalsschmiede. Darin kommt eine Mew-Karte raus, eine Mew-Holo-Karte, die damit sehr gut kombinierbar ist. Denn die kann dann den Nachtwanderungsangriff auch einsetzen, sodass das eigentlich der Schaden noch ein bisschen erhöht werden kann. Voltula haben wir dann hier, die Entwicklung von WhatsApp. Ebenfalls eine Sternkarte. Oben in der Ecke zwei Varianten von Iguana und Elezard daneben. Elezard ist, glaube ich, auch eine Holo-Karte, denn sie ist auch hier in dieser Hülle von mir. Genau, dann ist es auch eine Holo. Man kann das irgendwie kaum erkennen hier in dem Licht. Aber genau, eine Holo-Karte. Hier haben wir dann Zubat, Golbat und Xbat. Ebenfalls eine geniale Spielmechanik. Mit diesen Bats hier kann man nämlich total genial die Bank des Gegners schwächen. Geübter Sturzflug von Zubat zieht ein Pokémon auf der Bank des Gegners 10 Schadenspunkte zu. Der Überfliegerangriff von Golbat zieht jedem Pokémon 10 Schadenspunkte auf der Bank des Gegners. Jedem. Und dieser hinterhältige Biss funktioniert so, wenn du dieses Pokémon von deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du auf ein Pokémon deines Gegners 2 Schadensmarken legen. Das heißt, wenn man Zubat zu Golbat entwickelt, kann man 2 Schadensmarken auf ein gegnerisches Pokémon legen. Also ziemlich gut. Und Xbat dazu kann Überraschungsbiss. Wenn du dieses Pokémon von deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du einem Pokémon deines Gegners 3 Schadensmarken hinzufügen. Also, das heißt, dieser Angriff zieht einem Pokémon deines Gegners 30, wenn du Xbat zu Golbat entwickelst. Das ist total genial. Da kann man so leicht mit spielen. Geübter Sturzflug zieht im Übrigen auch ein Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte. Dieses kannst du dir auch aussuchen. Es kann auch eins auf der Bank sein. Also, ziemlich cool. Darauf basieren auch ganze Decks auf dieser Xbat-Golbat-Technik. Hier unten haben wir dann Gengar EX und Mega Gengar EX. Auch ziemlich geniale Karten. Der Angriff Nachtangriff von Gengar EX. Für eine Colorless lege 3 Schadensmarken auf ein Pokémon deines Gegners. Also auch egal welches Pokémon
Dem kann man 3 Schadensmarken hinzufügen, auch Pokémon auf der Bank. Dunkler Gang, dieser Angriff zieht 60 Schadenspunkte für eine Psycho und doppelfarblos. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. Tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Also Gengar kann ausgetauscht werden und das gegnerische Pokémon ist nun vergiftet. Also auch ziemlich genial eigentlich. Und zudem kann man das hier natürlich auch mit dem Dimensionstal verknüpfen. Die Dimensionstal Stadium Karte, die ihr gleich noch sehen werdet, die macht nämlich, dass eine Colorless Energiekosten wegfallen von jedem Psycho-Pokémon. Also da werden die Energiekosten um eine farblos Energie verringert von jedem Psycho-Pokémon. Das ist also auch ziemlich genial. Und nun hier Mega Gengar EX mit dem Angriff Phantomtor. Zum einen hat es 220 KP, ziemlich genial. Und Phantomtor, wähle einen Angriff eines gegnerischen Pokémon und verwende ihn als diesen Angriff. Also man kann sich irgendeinen Angriff des Gegners aussuchen und ihn als diesen verwenden. Das eröffnet unendliche Möglichkeiten eigentlich. Wenn der Gegner irgendwelche Mega oder irgendwelche anderen EX-Pokémon da hat, kann man einfach diesen Angriff nutzen und man muss nicht die erforderlichen Energiekosten zahlen, die auf dem gegnerischen Angriff stehen. Also ich sag mal zum Beispiel Proto-Groudon oder so braucht irgendwie 2 Kampfenergien oder so und 2 farblos oder eventuell auch 4 Kampf. Das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall kann Mega Gengar diesen Angriff nutzen, obwohl es nicht die erforderlichen Energiekosten dafür zahlen kann. Denn Phantomtor erlaubt einfach so, diesen Angriff zu nutzen. Also sehr cool, sehr viele Möglichkeiten sind da offen. Wollen genau haben wir dann daneben. Wollen genau auch mit dieser Fähigkeit und mit dem Psychoansturm ziemlich gut, auch für Dex. Ist nur eine Ankommenkarte. X-Bud übrigens auch nur eine Stern, keine Holo. Also etwas leichter zu bekommen, aber dennoch sehr begehrt. Schluckpuck und Schluckwech. Schluckwech auch eine Sternkarte. Daneben haben wir dann Somniam und Somnivora. Somnivora auch eine Sternkarte. Lichte und Laternecto. Laternecto eines der weiteren Nachtwanderungs-Pokémon. Also auch dieser Angriff, diesen Angriff, den er beherrscht. Das heißt, man kann diese Karte nutzen, um sie einfach direkt auf den Ablagestapel mit Hyperbällen oder mit Kampfverdichtern direkt diese Karte auf den Ablagestapel zu kriegen, um den Nachtwanderungsschaden in die Höhe zu treiben. Hier haben wir dann Skelebra Holo. Da mag ich das Artwork auch sehr gern und die Farbzusammensetzung. Hier neben haben wir dann Irbis. Das ist das dritte Nachtwanderungs-Pokémon. Also diese 3 Nachtwanderungs-Pokémon gibt es. Ziemlich genial. Hier sind die Kosten nur leider etwas höher. Genauso wie auch bei diesem Latinecto. Für diesen Nachtwanderungsangriff. Das kann man natürlich dann aber verringern mit Dimensionstal. Mit der Stadium-Karte. Genau. Also diese beiden und das gute WhatsApp 4, das ihr gesehen habt. Das sind die Nachtwanderungs-Pokémon-Karten. Hier neben haben wir Pumpdigin. Ebenfalls Holo. Diese beiden. Skorgler oben in der Ecke und Skorgro. Skorgro auch eine Sternkarte. Kiesling, Sedimantur und Brokkolos. Brokkolos Holo. Kramux, Kramchef, Kramchef ebenfalls Stern. Fifien und Magnaien. Magnaien auch eine Sternkarte. Krypuk und Krypuk ist auch Stern. Felilu, Kleopada und Calamanero EX. Calamanero EX mit der Fähigkeit Hyperhypnose. 170 KP. Hyperhypnose macht, wenn du eine Energie von deiner Hand an dieses Pokémon anlegst, kannst du diese Fähigkeit einsetzen. Das aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. Also Calamanero EX, vor allen Dingen zum Beispiel, wenn man ihn auf der Bank liegen hat, kann er, glaube ich, ganz interessant werden. Und der Angriff Calamax
60 Mal für eine Finsternis-Energie und eine farblose Energie. Wirf für jede an dieses Pokémon angelegte Energie eine Münze. Dieser Angriff fügt 60 Schadenspunkte mal der Anzahl Kopf zu. Das finde ich auch ziemlich cool. Also man kann Calamanero EX genial auch mit Trickmünze unbedingt außerdem kombinieren. Also Trickmünze ist eine Ausrüstungskarte, die es erlaubt, einen Münzwurf einmal zu wiederholen. Also das könnte ziemlich nützlich werden. Hier neben haben wir dann Panzer Aeron und Bronzel und Bronzong. Bronzong, darauf muss ich kurz eingehen, nur eine Sternenkarte, dennoch sehr beliebt, denn es hat die Fähigkeit Metallbündnis. Einmal während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du eine Stahlenergiekarte von deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf deiner Bank anlegen. Das heißt, es ist völlig egal, an was für ein Pokémon man diese Stahlenergie, die im Ablagestapel liegt, anlegt. Einfach irgendein Pokémon. Also sehr gute Energiewiederverwertung. Sehr, sehr genial. Dieses Bronzong. Nicht nur für Stahldecks, auch allgemein. Daneben haben wir dann Dialga EX. Dialga EX mit Zeitsturm und Metalleinschlag. 180 KP. Zeitsturm kostet eine Stahlenergie und doppelfarblos. 60 Schadenspunkte macht dieser Angriff. Wenn das verteidigende Pokémon ein Pokémon EX ist, kann es während des nächsten Zuges deines Gegners nicht angreifen. Also das blockiert auf jeden Fall gegnerische EX-Pokémon, sodass sie Dialga EX im nächsten Zug nichts anhaben können, beziehungsweise gar keinem anderen Pokémon auch. Und Metalleinschlag zieht sage und schreibe 150 KP für 2 Stahl und doppelfarblos. Lege 2 an dieses Pokémon angelegte Stahlenergien auf deinen Ablagestapel. Also könnte Dialga EX eine perfekte Symbiose mit Bronzong eingehen. Auf jeden Fall. Naja, okay. Hier wird die Stahlenergie auf jeden Fall an die Bank angelegt. Also muss man Dialga dann erstmal auf die Bank befördern, damit Dialga dann davon profitieren kann. Aber dennoch eine coole Karte, wie ich finde, das Dialga EX. Hier neben haben wir Heatran. Heatran Holo. Dann hier oben haben wir Cavalanzas. Cavalanzas ist auch eine Sternkarte. Und daneben haben wir Durengard EX. Durengard EX 170 KP mit der Fähigkeit Schildmacht. Verhindere allen Schaden, der diesen Pokémon durch Angriffe von Pokémon deines Gegners, an die Spezialenergie angelegt ist, zugefügt wird. Das heißt, wenn auf dem gegnerischen Pokémon eine Doppelfarblos Energie angelegt ist oder zum Beispiel eine Doppeldrachenenergie oder andere Spezialenergiekarten, dann kann dieses Pokémon Durengard EX nichts anhaben. Das ist ziemlich nützlich. Auf jeden Fall. Und dann der Angriff, Klingenstoß. 40 plus zieht dieser Angriff. 3 farblos Energien kostet er. Also Klingenstoß. Dieser Angriff fügt 20 weitere Schadenspunkte für jede an dieses Pokémon angelegte Stahlenergie zu. Also, wenn man das dann kombiniert mit dem Bronzong, könnte das sehr, sehr cool werden. Und der Schaden könnte sehr in die Höhe getrieben werden. Sagen wir mal ab. Ja, gehen wir mal davon aus, 4 Energiekarten liegen drauf, dann zieht dieser Angriff 120. Das ist jetzt nicht so viel. Allerdings, wenn natürlich 6 Energien oder sonstiges auf ihm liegen, dann zieht dieser Angriff schon 160 und dann könnte das schon ziemlich gefährlich werden für andere EX-Karten. Vor allen Dingen, wenn hier drauf, sagen wir mal, noch ein Muskelband oder sonstiges liegt, dann zieht dieser Angriff ja 180 und ist sehr gefährlich. Hier haben wir dann Klavion und Flogges EX. Flogges EX mit leider nur 160 KP und den Angriff Führen und Blühender Garten. Führen, durchsuche dein Deck nach einer Unterstützerkarte, zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische dein Deck anschließend. Ja,
Also man kann sich eine Unterstützerkarte aussuchen. Blühender Garten, eine Feenenergie und eine farblose Energie kostet dieser Angriff 20 mal Schaden. Dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der Pflanzen-Pokémon und Feen-Pokémon, die du im Spiel hast, zu. Also, wenn man sich ein reines Feendeck baut, wenn auch dann Pflanzen-Pokémon drin sind, oder es können auch nur Feen-Pokémon sein, kann dieser Angriff eigentlich in der Regel 120 Schadenspunkte zufügen, wenn die Bank ganz voll ist und man dieses aktive Pokémon hat. Oder man hat sogar Himmelsfeld gespielt, die Stadium-Karte. Dann könnte es sogar 180 Schaden machen, dieser Angriff von Phlorgas EX. Das wäre dann schon ziemlich nützlich. So, dann hier neben haben wir Flauschling und Sabayone. Sabayone auch eine Holo-Karte. Kann man ein bisschen erkennen. Hier neben Dedenne und Diancie. Diancie ebenfalls holographisch. Daneben haben wir dann nun die Drachen-Pokémon. Kapuno, Duodino und Trikefalo. Trikefalo auch holographisch. Leider nicht so gut erkenntlich. Daneben haben wir dann Viscora, Viscagott und Viscogon. Viscogon ebenfalls holo. Habitak, Ibitak, Chanera und Hytera. Hytera eine Sternkarte. Hier oben haben wir dann noch Girafarig, Flurmel, Krakelo, Kravums, ebenfalls Stern. Und Regigigas. Regigigas auch Holo. Kann man auch nicht so gut erkennen. Skoppel haben wir dann noch daneben. Und Grabbit. Grabbit auch eine Sternkarte. Datiri darf natürlich nicht fehlen, wenn wir vorne schon die Weiterentwicklung hatten. Darf natürlich auch ein Datiri im Set nicht fehlen. Und ein Käufer haben wir hier noch. Nun kommen wir zu den Trainerkarten. Hier in diesem Set. Einmal AZ haben wir hier als Unterstützer. Auch nicht übel. Nimm eine deiner Pokémon im Spiel auf deine Hand. Lege alle an dieses Pokémon angelegten Karten auf deinen Ablagestapel. Das heißt, wenn man ein sehr geschwächtes Pokémon auf dem Spiel hat, dann kann man es auf jeden Fall zurück auf die Hand nehmen. Oder zum Beispiel auch ein Shaman EX. Und dann ist einfach in der nächsten Runde nochmal spielen. Oder auch in der gleichen Runde nochmal spielen. Insofern natürlich noch weitere Pokémon auf der Bank sind. Das ist eigentlich ganz cool. Also geschwächte Pokémon können damit halt zurück auf die Hand kommen. Kampfverdichter haben wir dann hier. Durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Karten und lege sie auf deinen Ablagestapel. Mische dein Deck anschließend. Das ist auch nicht übel. Wie gesagt, für diese Nachtwanderungsdecks, da kann man sich Nachtwanderungs-Pokémon mit auf den Ablagestapel befördern. Dafür ganz nützlich. Zum Beispiel, oder um sein Deck auszudünnen allgemein. Hier ist diese Stadium-Karte Dimensionstal. Die Kosten jedes Angriffs von Psycho-Pokémon, deiner und die deines Gegners, reduzieren sich um eine farblos Energie. Das ist eigentlich ziemlich cool. Spezialhammer haben wir dann hier. Lege einer an ein gegnerisches Pokémon angelegte Spezialenergie auf den Ablagestapel deines Gegners. Auch cool. Das hindert natürlich den Gegner daran, seine Pokémon vernünftig aufzuladen und damit anzugreifen. Hier haben wir dann Gengars Geistesbund, Handperiskop, Kopfgeschirr. Kopfgeschirr, eine ziemlich coole Karte, die werde ich auch euch vorlesen, genauso auch wie Störnetz. Das sind spezielle Holo-Karten hier in diesem Set. Flair, Team Flair. Karten, Spezialzubehör. Das sind beides Ausrüstungskarten. Und zwar kann man diese Ausrüstungskarten an gegnerische Pokémon anlegen. Nicht an die eigenen, sondern an die gegnerischen. Lege diese Pokémon-Ausrüstung an einen Pokémon-EX deines Gegners
an das noch keine Pokémon-Ausrüstung angelegt ist. Also an ein gegnerisches Pokémon EX werden die angelegt. Die Kosten der Angriffe des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, erhöhen sich um eine farblos. Also mehr Energiekosten für den Gegner, die der Gegner aufbringen muss, um mich angreifen zu können. Lege diese Karte auf den Ablagestapel des Besitzers, wenn diese Karte aus irgendeinem Grund von einem Pokémon entfernt wird. Also es kommt natürlich logischerweise auf den Ablagestapel des Besitzers dieser Karte, der die im Deck hatte ursprünglich. Hier dann Störnetz. Die Angriffe des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, fügen allen verteidigenden Pokémon 20 Schadenspunkte weniger zu, bevor Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Diese Karte soll man auch dann halt auf den Ablagestapel des Besitzers zurücklegen, wenn die von dem Pokémon entfernt wird, auf das sie lag. Hier Fleurdelis Trumpfkarte, eine Unterstützerkarte. Jeder Spieler mischt die Karten seines Ablagestapels zurück in sein Deck, außer Fleurdelis Trumpfkarte. Das heißt, auch wenn alle möglichen Karten schon im Deck sind, kann man sie wieder in sein Deck mischen. Diese Karte ist raus. Die ist verboten auf Turnieren, denn diese Karte zögert Spiele unglaublich hinaus und unglaublich in die Länge und verschafft Vorteile, die das Spiel halt versauen. Also Fleurdelis Trumpfkarte ist nicht mehr spielbar. Handperiskop übrigens, darauf habe ich den Effekt gar nicht eingegangen. Dein Gegner deckt seine Handkarten auf. Gengars Geistesbund ist eben das eine Ausrüstungskarte, die verhindert, dass der Zug endet, wenn man zum Beispiel Gengar EX zu Mega Gengar EX entwickelt. So, nun wird es hier schon wieder ein bisschen mehr glitzernd. Hier haben wir Voltensos Geistesbund, also dasselbe wie Gengars Geistesbund, nur mit Voltenso und nur an Voltenso anlegbar. Hier haben wir Professor Platan. Lege deine Handkarten auf deinen Ablagestapel und ziehe 7 Karten. Auch sehr cool. Wieder ein Reprint, das hatten wir schon in XY-Sets, in XY-Basis, um genau zu sein. Robo-Ersatz, Team Flair-Zubehör. Spiele diese Karte, als sei es ein Farblos-Basis-Pokémon mit 30 KP. Du kannst diese Karte zu einem beliebigen Zeitpunkt während deines Zuges vor deinem Angriff aus dem Spiel nehmen und auf den Ablagestapel legen. Diese Karte kann sich nicht zurückziehen. Wenn diese Karte kampfunfähig wird, darf dein Gegner dafür keine Preiskarte nehmen. Also man kann sie auf die Bank legen, diese Robo-Ersatzkarte, und kann sie dann einsetzen, um Zeit zu gewinnen. Das ist im Prinzip der Sinn dahinter, hinter diesem Robo-Ersatz. Hier haben wir Roller Skates. Wirf eine Münze, ziehe bei Kopf 3 Karten. Sanna, mische deine Handkarten in dein Deck, ziehe anschließend 5 Karten. Stahlbunker, kein Stahl-Pokémon, deine und die deines Gegners, kann von speziellen Zuständen betroffen werden. Alle speziellen Zustände auf diesen Pokémon verlieren ihre Wirkung. Also, geniale Stahl-Stadium-Karte für Stahldecks. Dann haben wir hier Visierflöte, Team Flair-Zubehör. Nimm ein Basis-Pokémon vom Ablagestapel deines Gegners und lege es auf seine Bank. Das kann nützlich werden, wenn man sich die Bank des Gegners vollhaut. Das kann nützlich werden, denn das hindert halt den Gegner daran, bestimmte Karten zu spielen. Bestimmte Pokémon. Also nicht schlecht. Hier haben wir dann Tiano. Tiano ziehe 3 Karten. Dann hier diese besagte Trickmünze. Einmal während deines Zuges, nachdem du Münzen für einen Angriff des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, geworfen hast, kannst du alle daraus resultierenden Effekte ignorieren und diese Münze erneut werfen. Oder diese Münzen. Du kannst Effekte, die es dir erlauben, Münzen erneut zu werfen, einschließlich der Effekte anderer Karten, nur einmal während deines Zuges einsetzen. Also das geht nur einmal, kann man diesen Effekt nutzen. Diesen Trickmünzen-Effekt. Halt eine Ausrüstungs-Pokémon-Karte, ziemlich cool, wie gesagt, für Calamanero EX. Um einen Münzwurf halt zu wiederholen. Dann hier haben wir Kampffahnder. Nimm eine Unterstützerkarte vor deinem Angriff auf deine Hand. Nimm eine Unterstützerkarte von deinem Ablagestapel auf deine Hand, nicht vor deinem Angriff.
Sorry für den kurzen Cut. Hier ist eben ganz kurz meine Kamera mal wieder ausgegangen, da nach 30 Minuten sich das gute Stück abschaltet. So, zum Kampfhandler. Genau, also nimm eine Unterstützerkarte von deinem Ablagestapel auf deine Hand. Also so eine rote Karte. Das sind Unterstützerkarten, diese Trainerkarten. Also sehr nützlich. Daneben haben wir dann Xeros. Wähle eine Pokémon-Ausrüstung oder eine Spezialenergiekarte, die an ein Pokémon im Spiel angelegt ist, an deine oder die deines Gegners, und lege sie auf den Ablagestapel. Also man kann sich aussuchen, ob man eine Ausrüstung oder Spezialenergiekarte auf den Ablagestapel befördert. Ziemlich cool, eigentlich. Hier haben wir dann Doppelfarblos-Energie. Die ist ja wohl vielen bekannt. Die bekannteste Spezialenergiekarte. Hier haben wir Geheimnisenergie. Das ist eine Spezialenergiekarte nur für Psycho-Pokémon. Diese Karte kann nur an Psycho-Pokémon angelegt werden. Diese Karte liefert nur dann Psycho-Energie, wenn sie an ein Psycho-Pokémon angelegt ist. Die Rückzugskosten des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, verringern sich um doppelfarblos. Das heißt, zum Beispiel an Gengar EX würde diese Karte bewirken, dass sich Gengar EX kostenlos zurückziehen kann. Wann immer es will. Das kann auch sehr nützlich sein. Also eine sehr coole Spezialenergiekarte für Psychodex. Nun kommen wir hier zu den Full Arts endlich. Und zwar Voltenso EX Full Art. Gengar EX Full Art. Wohl eines meiner Lieblingsartworks dieses Sets. Total genial, wie es grinst. Calamenero EX Full Art. Und Phlogis EX Full Art. Das sind die vier Pokémon Full Arts. Daneben haben wir dann AZ Full Art noch. AZ, den Effekt habe ich euch vorgelesen. Vorhin. Das machen wir jetzt nicht nochmal, denn das finden wir auch hier im Z. Und hier haben wir dann noch Flordelis Trumpfkarte. Die verbotene Karte. Mittlerweile auf Turnieren. Xeros Full Art. Und hier Mega Voltenso EX und Mega Gengar EX. Secret Rare. Und entgegen von vielen Leuten, die sagen, ja, das sind Secret Rare. Diese Karten, die kann man auch Shiny Karten nennen. Denn sie scheinen. Und zwar golden. Die sind am Rand golden, die Schrift ist golden. Das unterscheidet sie von den normalen Artworks. Und das zählt als Shiny Effekt. Und das ist nicht auf das Pokémon bezogen, denn Shiny Gengar ist bekanntlich weiß. Sondern das ist bezogen auf die Seltenheitsstufe der Karte. Das ist Secret Rare. Beziehungsweise Shiny. Sagt man einfach so. Denn viele Secret Rare Karten sind Shiny Karten. Deswegen wurde das einfach so bei vielen so angewendet, dass es einfach immer eine Shiny Karte ist. Wenn es eine Secret Rare Karte ist, das heißt auch Trainerkarten können Shiny Karten sein. Denn meistens auch die Trainerkarten erhalten dadurch verschiedene Effekte, die erhalten dadurch verschiedene Farbeffekte. Deswegen kann man die auch als Shiny bezeichnen. Also wie gesagt, Mega Gengar EX Shiny / Secret Rare. Also es meint ein und dasselbe und ist nicht auf Shiny im Spiel bezogen. Also nicht das In-Game Shiny. Nicht das Spiel, nicht das in dem Pokémon-Spielen, das Shiny. Genauso wie Mega Voltenso EX kann man auch Shiny nennen. Und hier haben wir dann noch Diaga EX Full Art. Und zwar die Secret Rare Karte. Total genial. Ihr könnt das nur ganz leicht erkennen. Dieses Diaga. So könnt ihr es gut sehen. Da ist es, man sieht diese Silhouette von diesem Diaga EX. Es ist einfach komplett silbern. Total genialer Effekt. Auf jeden Fall eine der seltensten Karten in diesem Set. Oder die seltenste Karte in dem Set und die begehrteste. Da sie so außergewöhnlich ist.
Mein persönlicher Favorit ist natürlich Gengar und Mega Gengar. Die finde ich einfach viel cooler. So, ja, ich hoffe, das Set hat euch gefallen. Das XY Phantomkräfte Set. Ich habe euch heute wieder sehr viel dazu erklärt. Deswegen ist das Video ziemlich lang geworden. Aber das hier ist auch ein Set, da ist es wert, etwas länger drüber zu reden. Genauso wie auch bei den nächsten Sets, denn die haben so viel neues Zeug und so viel interessantes Zeug. Und jetzt auch tatsächlich immer mehr EX-Karten. Denn im nächsten Set, Leute, erwarten euch, keine Ahnung, 30 EX-Karten ungefähr. Also ziemlich viele. Und ja, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe und wenn ich euch weitere Teile meiner Sammlung zeige. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Pokémaniac. Bis dann. Damit halt zurück auf die Hand kommen. Kampfverdichter haben wir dann hier. Durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Karten und lege sie auf deinen Ablagestapel. Mische dein Deck anschließend. Das ist auch nicht übel. Wie gesagt, für diese Nachtwanderungsdecks, da kann man sich Nachtwanderungs-Pokémon mit auf den Ablagestapel befördern. Dafür ganz nützlich. Zum Beispiel. Oder um sein Deck auszudünnen allgemein. Hier ist diese Stadium-Karte Dimensionstal. Die Kosten jedes Angriffs von Psycho-Pokémon, deiner und die deines Gegners, reduzieren sich um eine farblos Energie. Das ist eigentlich ziemlich cool. Spezialhammer haben wir dann hier. Lege eine an ein gegnerisches Pokémon angelegte Spezialenergie auf den Ablagestapel deines Gegners. Auch cool. Das hindert natürlich den Gegner daran, seine Pokémon vernünftig aufzuladen und damit anzugreifen. Hier haben wir dann Gengars Geistesbund. Handperiskop. Kopfgeschirr. Kopfgeschirr, eine ziemlich coole Karte, die werde ich auch euch vorlesen. Genauso auch wie Störnetz. Das sind spezielle Holo-Karten hier in diesem Set. Flair. Team Flair-Karten. Spezialzubehör. Das hier sind beides Ausrüstungskarten. Und zwar kann man diese Ausrüstungskarten an gegnerische Pokémon anlegen. Nicht an die eigenen, sondern an die gegnerischen. Lege diese Pokémon-Ausrüstung an einen Pokémon-EX deines Gegners, an das noch keine Pokémon-Ausrüstung angelegt ist. Also an ein gegnerisches Pokémon-EX werden die angelegt. Die Kosten der Angriffe des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, erhöhen sich um eine farblos. Also mehr Energiekosten für den Gegner, die der Gegner aufbringen muss, um mich angreifen zu können. Lege diese Karte auf den Ablagestapel des Besitzers, wenn diese Karte aus irgendeinem Grund von einem Pokémon entfernt wird. Also es kommt natürlich logischerweise auf den Ablagestapel des Besitzers dieser Karte, der die im Deck hatte ursprünglich. Hier dann Störnetz. Die Angriffe des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, fügen allen verteidigenden Pokémon 20 Schadenspunkte weniger zu, bevor Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Diese Karte soll man auch dann halt auf den Ablagestapel des Besitzers zurücklegen, wenn die von dem Pokémon entfernt wird, auf das sie lag. Hier Fleurdelis Trumpfkarte, eine Unterstützerkarte. Jeder Spieler mischt die Karten seines Ablagestapels zurück in sein Deck, außer Fleurdelis Trumpfkarte. Das heißt, auch wenn alle möglichen Karten schon im Deck sind, kann man sie wieder in sein Deck mischen. Diese Karte ist raus. Die ist verboten auf Turnieren. Denn diese Karte zögert Spiele unglaublich hinaus und unglaublich in die Länge und verschafft Vorteile, die das Spiel halt versauen. Also Fleurdelis Trumpfkarte ist nicht mehr spielbar. Handperiskop übrigens, darauf habe ich den Effekt gar nicht eingegangen. Dein Gegner deckt seine Handkarten auf. Gengars Geistesbund ist eben das eine Ausrüstungskarte, die verhindert, dass der Zug endet, wenn man zum Beispiel Gengar EX zu Mega Gengar EX entwickelt. So, nun wird es hier schon wieder ein bisschen mehr glitzernd. Hier haben wir Voltensos Geistesbund, also dasselbe wie Gengars Geistesbund, nur mit Voltenso und nur an Voltenso anlegbar. Hier haben wir Professor Platan. Lege deine Handkarten auf deinen Ablagestapel und ziehe 7 Karten. Auch sehr cool. Wieder ein Reprint. Das hatten wir schon in XY-Sets, in XY-Basis, um genau zu sein. Robo-Ersatz.
Team Flair Zubehör. Spiele diese Karte, als sei es ein Farblos-Basis-Pokémon mit 30 KP. Du kannst diese Karte zu einem beliebigen Zeitpunkt während deines Zuges vor deinem Angriff aus dem Spiel nehmen und auf den Ablagestapel legen. Diese Karte kann sich nicht zurückziehen. Wenn diese Karte kampfunfähig wird, darf dein Gegner dafür keine Preiskarte nehmen. Also man kann sie auf die Bank legen, diese Robo-Ersatzkarte, und kann sie dann einsetzen, um Zeit zu gewinnen. Das ist im Prinzip der Sinn dahinter, hinter diesem Robo-Ersatz. Hier haben wir Roller Skates. Wirf eine Münze, ziehe bei Kopf 3 Karten. Sanna, mische deine Handkarten in dein Deck, ziehe anschließend 5 Karten. Stahlbunker. Kein Stahl-Pokémon, deine und die deines Gegners, kann von speziellen Zuständen betroffen werden. Alle speziellen Zustände auf diesen Pokémon verlieren ihre Wirkung. Also, geniale Stahl-Stadium-Karte für Stahldecks. Dann haben wir hier Visierflöte. Team Flair-Zubehör. Nimm ein Basis-Pokémon vom Ablagestapel deines Gegners und lege es auf seine Bank. Das kann nützlich werden, wenn man die Bank des Gegners vollhaut. Das kann nützlich werden, denn das hindert den Gegner daran, bestimmte Karten zu spielen. Bestimmte Pokémon. Also nicht schlecht. Hier haben wir dann Tiano. Tiano, ziehe 3 Karten. Dann hier diese besagte Trickmünze. Einmal während deines Zuges, nachdem du Münzen für einen Angriff des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, geworfen hast, kannst du alle daraus resultierenden Effekte, dir wird die Stahlenergie auf jeden Fall an die Bank angelegt. Also muss man Dialga dann erstmal auf die Bank befördern, damit Dialga dann davon profitieren kann. Aber dennoch eine coole Karte, wie ich finde, das Dialga EX. Hier neben haben wir Heatran. Heatran Holo. Dann hier oben haben wir Cavalanzas. Cavalanzas ist auch eine Sternkarte. Und daneben haben wir Durengard EX. Durengard EX 170 KP mit der Fähigkeit Schildmacht. Verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Angriffe von Pokémon deines Gegners, an die Spezialenergie angelegt ist, zugefügt wird. Das heißt, wenn auf dem gegnerischen Pokémon eine Doppel-Farblos-Energie angelegt ist oder zum Beispiel eine Doppel-Drachen-Energie oder andere Spezialenergiekarten, dann kann dieses Pokémon Durengard EX nichts anhaben. Das ist ziemlich nützlich. Auf jeden Fall. Und dann der Angriff, Klingenstoß, 40 plus zieht dieser Angriff, 3 Farblos Energien kostet er. Also Klingenstoß, dieser Angriff fügt 20 weitere Schadenspunkte für jede an dieses Pokémon angelegte Stahlenergie zu. Also wenn man das dann kombiniert mit dem Bronzong, könnte das sehr, sehr cool werden. Und der Schaden könnte sehr in die Höhe getrieben werden. Sagen wir mal ab. Ja, gehen wir mal davon aus, 4 Energiekarten liegen drauf. Dann zieht dieser Angriff 120. Das ist jetzt nicht so viel. Allerdings, wenn natürlich 6 Energien oder sonstiges auf ihm liegen, dann zieht dieser Angriff schon 160. Und dann könnte das schon ziemlich gefährlich werden. Für andere EX-Karten. Vor allen Dingen, wenn hier drauf, sagen wir mal, noch ein Muskelband oder sonstiges liegt. Dann zieht dieser Angriff ja 180 und ist sehr gefährlich. Hier haben wir dann Klavion und Florges EX. Florges EX mit leider nur 160 KP und den Angriff Führen und Blühender Garten. Führen, durchsuche dein Deck nach einer Unterstützerkarte, zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische dein Deck anschließend. Ja, also man kann sich eine Unterstützerkarte aussuchen. Blühender Garten, eine Feenenergie und eine Farblosenergie kostet dieser Angriff 20 mal Schaden. Dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der Pflanzen-Pokémon und Feen-Pokémon, die du im Spiel hast, zu. Also, wenn man sich ein reines Feendeck baut, wenn auch dann Pflanzen-Pokémon drin sind, oder es können auch nur Feen-Pokémon sein, kann dieser Angriff
eigentlich in der Regel 120 Schadenspunkte zufügen, wenn die Bank ganz voll ist und man dieses aktive Pokémon hat. Oder man hat sogar Himmelsfeld gespielt, die Stadium-Karte. Dann könnte es sogar 180 Schaden machen, dieser Angriff von Phlorgas EX. Das wäre dann schon ziemlich nützlich. So, dann hier neben haben wir Flauschling und Sabayone. Sabayone auch eine Holo-Karte. Kann man ein bisschen erkennen. Hier neben Dedenne und Diancie. Diancie ebenfalls holographisch. Daneben haben wir dann nun die Drachen-Pokémon. Kapuno, Duodino und Trikefalo. Trikefalo auch holographisch. Leider nicht so gut erkenntlich. Daneben haben wir dann Viscora, Viscagott und Viscogon. Viscogon ebenfalls holo. Habitak, Ibitak, Chanera und Hytera. Hytera eine Sternkarte. Hier oben haben wir dann noch Girafarig, Flurmel, Krakelo, Kravums, ebenfalls Stern. Und Regigigas, Regigigas auch Holo. Kann man auch nicht so gut erkennen. Skoppel haben wir dann noch daneben. Und Grabbit. Grabbit auch eine Sternkarte. Datiri darf natürlich nicht fehlen, wenn wir vorne schon die Weiterentwicklung hatten. Darf natürlich auch ein Datiri im Set nicht fehlen. Und ein Käufer haben wir hier noch. Nun kommen wir zu den Trainerkarten. Hier in diesem Set. Einmal AZ haben wir hier als Unterstützer. Auch nicht übel. Nimm eine deiner Pokémon im Spiel auf deine Hand. Lege alle an dieses Pokémon angelegten Karten auf deinen Ablagestapel. Das heißt, wenn man ein sehr geschwächtes Pokémon auf dem Spiel hat, dann kann man es auf jeden Fall zurück auf die Hand nehmen. Oder zum Beispiel auch ein Shaman EX. Und dann ist einfach in der nächsten Runde nochmal spielen. Oder auch in der gleichen Runde nochmal spielen. Insofern natürlich noch weitere Pokémon auf der Bank sind. Das ist eigentlich ganz cool. Also geschwächte Pokémon können da. Und das Geniale ist, ab diesem Set gibt es zu jedem Mega-Pokémon auch diese Geistesbundkarten. Das heißt, man muss keine Runde mehr aussetzen oder so, wenn man ein Pokémon zu einem Mega-Pokémon entwickelt. In vorherigen Sets, bis Fliegende Fäuste, gab es diese Geistesbundkarten leider noch nicht. So. Auf jeden Fall deshalb empfiehlt sich auf jeden Fall Voltenso und Mega Voltenso sehr genial. Also kann man gut spielen. Pachirisu haben wir hier. Eigenartigerweise auch eine Sternkarte. Dann Watzapf. Und Watzapf ist nun das erste Nachtwanderungs-Pokémon. Dieser Angriff Nachtwanderung. Darauf gehe ich kurz ein. Dieser Angriff Nachtwanderung zieht für Double Colorless, also Doppelfarblos Energie, zieht dieser Angriff 20 Schadenspunkte mal. Dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der Pokémon in deinem Ablagestapel, die Nachtwanderung beherrschen, zu. Also, umso mehr Pokémon die Nachtwanderung, den Nachtwanderung-Angriff können, in deinem Ablagestapel sind, umso höher wird der Schaden. Und dieser Schaden kann immens hoch werden. Rein theoretisch irgendwas mit 200 ziehen. Also, das ist schon ganz cool. Man kann dann das natürlich noch kombinieren mit irgendwie Mew EX im Expanded-Format oder demnächst auch mit dem Mew Holo, was erscheinen wird in, ja, in welchem Set? Genau, im nächsten, was rauskommt. Also XY Schicksalsschmiede, darin kommt eine Mew-Karte raus, eine Mew-Holo-Karte, die damit sehr gut kombinierbar ist. Denn die kann dann den Nachtwanderungsangriff auch einsetzen, sodass das eigentlich der Schaden noch ein bisschen erhöht werden kann. Voltula haben wir dann hier, die Entwicklung von Watzapf. Ebenfalls eine Sternkarte. Oben in der Ecke zwei Varianten von Iguana und Elesaat daneben.
Elisat ist, glaube ich, auch eine Holo-Karte. Denn sie ist auch hier in dieser Hülle von mir. Genau, dann ist es auch eine Holo. Man kann das irgendwie kaum erkennen hier in dem Licht. Aber genau, eine Holo-Karte. Hier haben wir dann Zubat, Golbat und Xbat. Ebenfalls eine geniale Spielmechanik. Mit diesen Bats hier kann man nämlich total genial die Bank des Gegners schwächen. Geübter Sturzflug von Zubat zieht einem Pokémon auf der Bank des Gegners 10 Schadenspunkte zu. Der Überfliegerangriff von Golbat zieht jedem Pokémon 10 Schadenspunkte auf der Bank des Gegners. Jedem. Und dieser hinterhältige Biss funktioniert so: Wenn du dieses Pokémon von deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du auf ein Pokémon deines Gegners 2 Schadensmarken legen. Das heißt, wenn man Zubat zu Golbat entwickelt, kann man 2 Schadensmarken auf ein gegnerisches Pokémon legen. Also ziemlich gut. Und Xbat dazu kann Überraschungsbiss. Wenn du dieses Pokémon von deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du einem Pokémon deines Gegners 3 Schadensmarken hinzufügen. Also, das heißt, dieser Angriff zieht einem Pokémon deines Gegners 30, wenn du Xbat zu Golbat entwickelst. Das ist total genial. Da kann man so leicht mit spielen. Geübter Sturzflug zieht im Übrigen auch ein Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte. Dieses kannst du dir auch aussuchen. Es kann auch eins auf der Bank sein. Also ziemlich cool. Darauf basieren auch ganze Decks auf dieser Xbat-Golbat-Technik. Hier unten haben wir dann Gengar EX und Mega Gengar EX. Auch ziemlich geniale Karten. Der Angriff Nachtangriff von Gengar EX. Für eine Colorless lege 3 Schadensmarken auf ein Pokémon deines Gegners. Also auch egal welches Pokémon, dem kann man 3 Schadensmarken hinzufügen. Auch Pokémon auf der Bank. Dunkler Gang. Dieser Angriff zieht 60 Schadenspunkte für eine Psycho und doppelfarblos. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. Tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Also Gengar kann ausgetauscht werden und das gegnerische Pokémon ist nun vergiftet. Also auch ziemlich genial eigentlich. Und zudem kann man das hier natürlich auch mit dem Dimensionstal verknüpfen. Die Dimensionstal Stadium Karte, die ihr gleich noch sehen werdet, die macht nämlich, dass eine Colorless Energiekosten wegfallen von jedem Psycho-Pokémon. Also da werden die Energiekosten um eine farblos Energie verringert von jedem Psycho-Pokémon. Das ist also auch ziemlich genial. Und nun hier Mega Gengar EX mit dem Angriff Phantomtor. Zum einen hat es 220 KP, ziemlich genial. Und Phantomtor, wähle einen Angriff eines gegnerischen Pokémon und verwende ihn als diesen Angriff. Also man kann sich irgendeinen Angriff des Gegners aussuchen und ihn als diesen verwenden. Das eröffnet unendliche Möglichkeiten eigentlich. Wenn der Gegner irgendwelche Mega oder irgendwelche anderen EX-Pokémon da hat, kann man einfach diesen Angriff nutzen. Und man muss nicht die erforderlichen Energiekosten zahlen, die auf dem gegnerischen Angriff stehen. Also ich sag mal, zum Beispiel Proto-Groudon oder so braucht irgendwie 2 Kampfenergien oder so und 2 farblos oder eventuell auch 4 Kampf. Das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall kann Mega Gengar diesen Angriff nutzen, obwohl es nicht die erforderlichen Energiekosten dafür zahlen kann. Denn Phantomtor erlaubt einfach so, diesen Angriff zu nutzen. Also sehr cool, sehr viele Möglichkeiten sind da offen. Voingenau haben wir dann daneben. Voingenau auch mit dieser Fähigkeit und mit dem Psychoansturm. Ziemlich gut, auch für Decks. Ist nur eine Ankommenkarte. Xbat übrigens auch nur eine Stern, keine Holo. Also etwas leichter zu bekommen, aber dennoch sehr begehrt. Schluckpuck und Schluckwech. Schluckwech, auch eine Sternkarte. Daneben haben wir dann Somniam und Somnivora. Somnivora, auch eine Sternkarte. Lichtel und Laternecto,
Latenecto eines der weiteren Nachtwanderungs-Pokémon. Also auch diesen Angriff, den er beherrscht. Das heißt, man kann diese Karte nutzen, um sie einfach direkt auf den Ablagestapel mit Hyperbällen oder mit Kampfverdichtern direkt diese Karte auf den Ablagestapel zu kriegen, um den Nachtwanderungsschaden in die Höhe zu treiben. Hier haben wir dann Skelebra Holo. Da mag ich das Artwork auch sehr gern und die Farbzusammensetzung. Hier neben haben wir dann Irbis. Das ist das dritte Nachtwanderungs-Pokémon. Also diese drei Nachtwanderungs-Pokémon gibt es. Ziemlich genial. Hier sind die Kosten nur leider etwas höher. Genauso wie auch bei diesem Latenecto. Für diesen Nachtwanderungsangriff. Das kann man natürlich dann aber verringern mit Dimensionstal. Mit der Stadium-Karte. Genau. Also diese beiden und das gute WhatsApp 4, das ihr gesehen habt. Das sind die Nachtwanderungs-Pokémon-Karten. Hier neben haben wir Pumpdigin. Ebenfalls Holo. Diese beiden. Skorgler oben in der Ecke und Skorgro. Skorgro auch eine Sternkarte. Kiesling, Sedimantur und Brokkolos. Brokkolos Holo. Kramux, Kramchef ebenfalls Stern. Fifien und Magnaien. Magnaien auch eine Sternkarte. Krypuk ist auch Stern. Fililu, Kleopada und Calamanero EX mit der Fähigkeit Hyperhypnose, 170 KP. Hyperhypnose macht, wenn du eine Energie von deiner Hand an dieses Pokémon anlegst, kannst du diese Fähigkeit einsetzen. Das aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. Also Calamanero EX, vor allen Dingen zum Beispiel, wenn man ihn auf der Bank liegen hat, kann er, glaube ich, ganz interessant werden. Und der Angriff Calamax, 60 Mal für eine Finsternis-Energie und eine Farblos-Energie, wirf für jede an dieses Pokémon angelegte Energie eine Münze. Dieser Angriff fügt 60 Schadenspunkte mal der Anzahl Kopf zu. Das finde ich auch ziemlich cool. Also man kann Calamanero EX genial auch mit Trickmünze unbedingt außerdem kombinieren. Also Trickmünze ist eine Ausrüstungskarte, die es erlaubt, einen Münzwurf einmal zu wiederholen. Also das könnte ziemlich nützlich werden. Hier neben haben wir dann Panzer Aeron und Bronzel und Bronzong. Bronzong, darauf muss ich kurz eingehen, nur eine Sternkarte. Dennoch sehr beliebt, denn es hat die Fähigkeit Metallbündnis. Einmal während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du eine Stahlenergiekarte von deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf deiner Bank anlegen. Das heißt, es ist völlig egal, an was für ein Pokémon man diese Stahlenergie, die im Ablagestapel liegt, anlegt. Einfach irgendein Pokémon. Also sehr gute Energiewiederverwertung. Sehr, sehr genial. Dieses Bronzong. Nicht nur für Stahldecks, auch allgemein. Daneben haben wir dann Dialga EX. Dialga EX mit Zeitsturm und Metalleinschlag. 180 KP. Zeitsturm kostet eine Stahlenergie und doppelfarblos. 60 Schadenspunkte macht dieser Angriff. Wenn das verteidigende Pokémon ein Pokémon EX ist, kann es während des nächsten Zuges deines Gegners nicht angreifen. Also das blockiert auf jeden Fall gegnerische EX-Pokémon, sodass sie Dialga EX im nächsten Zug nichts anhaben können, beziehungsweise gar keinem anderen Pokémon auch. Und Metalleinschlag zieht sage und schreibe 150 KP für 2 Stahl und Doppelfarblos. Lege 2 an dieses Pokémon angelegte Stahlenergien auf deinen Ablagestapel. Also könnte Dialga EX eine perfekte Symbiose mit Bronzong eingehen. Auf jeden Fall. Naja, okay.
Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokemaniac. Heute haben wir wieder Sonntag und ich habe euch hier einen weiteren Teil meiner Sammlung mitgebracht. Letzte Woche hatten wir XY fliegende Fäuste dran. Mit diesen genialen EX Full Arts, unter anderem Lucario Full Art, Dragoran EX Full Art und so weiter und so fort. Genialen Trainer Full Arts und diesen beiden Mega-Pokémon. In diesem Fall sind das die beiden Secret Rare-Karten Mega Lucario und Mega Scaraborn. Dann hier haben wir nun hier und heute das Set XY Phantomkräfte. XY Phantomkräfte, eins meiner Lieblingssets, denn hier sind jede Menge geniale Pokémon enthalten. Zum Beispiel auch Gengar, eins meiner Lieblings-Pokémon natürlich. Das ist total genial, dieses Set. Zum anderen hat es aber auch jede Menge neue Spielmechaniken eingeführt. Wie zum Beispiel die Nachtwanderungs-Pokémon, die ihr hier sehen werdet. Diese Nachtwanderungs-Pokémon, die mit dem Angriff Nachtwanderung, ermöglichen eine ganz neue Deckstrategie und haben das Pokémon-Sammelkartenspiel schon, kann man sagen, revolutioniert. Denn darauf basieren ganze Decks. Und diese sind sehr spielstark und ziemlich kostengünstig eigentlich dann zu erstellen, diese Decks. Und da kann man halt dann ganz leicht mit oben in den bei den Top-Turnieren mitmischen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also, auf die werdet ihr treffen und jede Menge geniale EX-Karten, geniale Secret Rares und so weiter und so fort. Starten wir jetzt einfach. Die erste Karte hier ist Blutzuck und darauf folgend die Entwicklung Omot. Omot ist eine Sternkarte. Hier unten seht ihr in der Ecke einen Stern. Man erhält immer eine Sternkarte in einem Pack. Im besseren Fall natürlich eine Holo-Karte oder sogar eine EX oder EX Full Art. Genau. Also Omot Stern, Yanma, Yanmega, Yanmega ebenfalls eine Sternkarte, Stravikel, Folikon, Matrifol, auch eine Sternkarte, Laukaps und Datignes. Hier oben in der Ecke haben wir dann ein Fiaro. Fiaro ebenfalls eine Sternkarte, Leufeo und Pyroleo. Pyroleo ist eine Holo-Karte, wenn ich mich nicht irre. Ja, hat einen Holo-Effekt, den man aber nicht so leicht erkennen kann. Auf jeden Fall auch eine coole Karte. Hier haben wir Krabi, Kingler, Kanimani, Tyrakrok und Impergator. Impergator ist total genial. Ebenfalls Holo. Luminion. Finion habe ich vergessen. Luminion, Quabbel und Aqualotyp. Aqualotyp ebenfalls eine Sternkarte. Marmolida. Und nun kommen wir zu der ersten EX-Karte. Und zwar Voltenso EX. Und Mega Voltenso EX. So, Voltenso EX und Mega Voltenso EX. Daraus lassen sich auch geniale Decks bauen, denn die Karten sind nicht übel. Überrennen, 20 Schadenspunkte macht dieser Angriff für eine Colorless. Dieser Angriff fügt einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Also ein ganz guter Angriff. Wenn der Gegner ein geschwächtes Pokémon, ein stark geschwächtes Pokémon schon auf der Bank liegen hat, dann kann man Überrennen einsetzen und den Gegner K.O. machen. Der zweite Angriff Offensivlaser für eine Donnerenergie und eine Colorless zieht 60 Schadenspunkte plus, wenn an das aktive Pokémon deines Gegners eine Pokémon-Ausrüstung angelegt ist, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu, also 120 insgesamt, wenn einfach nur eine Ausrüstungskarte an ihn angelegt ist. Das kann ziemlich nützlich sein, denn viele Decks basieren auf Mega-Pokémon und dann tragen die Pokémon Spirit Links oder sonstiges oder Muskelbänder und so weiter. Deswegen lohnt sich Offensivlaser auf jeden Fall. Dann entwickelt sich Voltenso EX zu Mega-Voltenso EX. Und der Angriff Turboblitz zieht 110 Schadenspunkte.
und eine Donner und eine Colorless Energie benötigt dieser Angriff. Lege zwei Basis-Energiekarten von deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf der Bank an, auf deiner Bank an. Also, man kann sich zwei Basis-Energiekarten einfach so vom Ablagestapel an ein Pokémon auf der Bank anlegen. Das ist ziemlich gut, denn dadurch kannst du deine Pokémon so schnell aufladen, dass du sofort weitere angriffsfähige Pokémon auf der Bank liegen hast. Das ist nicht schlecht.